Willkommen zu Diddy Kong Racing im 8. Part, glaube ich. Und erstmal außerhalb von meinen 15 Minuten Aufnahmezeit machen wir jetzt Everfrost Peak mit dem Auto. Weil Jaffa in seinem Part daran gezweifelt hat, dass das mit dem Hovercraft geht. Also machen wir es mit dem Auto. Ganz einfach. Es gibt nämlich diese komische Rampe, wo er dachte, da kommt man nicht hoch. Da kommt man aber sehr wohl hoch. Ich kann sogar hier über das Eis fahren. Wow, das war eine tolle unsichtbare Kante. Ja, die Kante hier, da hat er daran gezweifelt, dass es geht, aber da fährt man einfach so hoch. Keine Ahnung, warum das nicht gehen sollte. Aber das wollte ich mir mal zeigen. Man kann mit dem Hovercraft auch diese komischen Flugzeugringe sammeln. Also diese Speed-Dinger. Kann man ganz easy mit dem Hovercraft reinspringen. Aber das soll es auch schon dafür gewesen sein. Wenn wir es restarten, was passiert dann? Haben wir dann wieder Auto? Gut, dann machen wir das nochmal anders. Nee, machen wir nicht. Oder? Doch, komm. Wir können das mal testen. Ah, ich komme nicht zurück. Nochmal ein Time Trial. Da sind nämlich die anderen nicht da. Und dann gucken wir uns das mal an. Das Ding hier dürfte man auch mit dem Hovercraft kriegen können. Ja, das geht hervorragend. Demzufolge finde ich auch hier das Hovercraft wesentlich geeigneter für die Strecke als ein dummes Flugzeug. Ah, das hätte man auch schaffen können, aber das soll auch egal sein. Und dann testen wir noch etwas. Ich bin nämlich auch davon überzeugt, dass man mit dem Flugzeug diese Pfeile am Boden bekommen kann. Jedenfalls ging das auf dem N64. Gucken wir mal, dass wir irgendwo einen haben, der relativ günstig liegt, dass wir ihn auch ohne Probleme mitnehmen können. Ich wüsste gerade nicht, welcher das denn am besten wäre, aber es geht auf jeden Fall. Na. Ja, das geht gut. Naja, das soll es auch schon gewesen sein dafür. Wir machen dann gleich mal richtig weiter. Dazu drücke ich F7. So, dann sind wir wieder auf seinem Safe. Und ich guck mal kurz, wie die Uhr denn steht. Ja, gut, ich warte jetzt mal kurz ein paar Sekunden, bevor meine eigentlichen 15 Minuten anfangen. Noch 10 Sekunden, sagt meine Uhr. Dann ist es 18.16 Uhr. Und ich bin endlich wieder zu Hause. Und es geht los. Also, herzlich willkommen zurück zu Diddy Kong Racing in Part 8. Das hatten wir noch nicht. So, erstmal die Traps-Anzeige weggemacht. Und dann gucken wir mal. Also er hat die Eisschalte gemacht. Die lasse ich ihm auch. Da habe ich keine Lust drauf. Dann gucke ich mal. Was könnten wir machen? Wir könnten die Wasserwelt machen. Mit Silver Coins. Oder die vierte Welt. Die vierte Welt meinte, der Fall ist schwer. Ich habe die gar nicht schwer in Erinnerung. Ich weiß nicht, ich habe die Schneewelt und die Wasserwelt als schwere Erinnerung. Aber wir machen die Wasserwelt. Ich mag die. Ja, Sherbet Isle. Ah, oh, Whale Bay. Mal gucken. Mal gucken. Ah, bei den Wasserlevels, da sind die Coins, glaube ich, teilweise relativ weit draußen. Ich habe eine Erinnerung, dass hinten beim Wasserfall zum Beispiel was sein könnte. Also draußen ist einer. Wahrscheinlich oben einer. Nein, oben ist keiner. Naja, mal schauen, wo wir überall Coins finden werden. Aber bis jetzt sieht das relativ simpel aus. Hier haben wir noch einen. Dann fehlt noch einer. Ich nehme an, da müssen wir hier außen rumfahren für. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Münze zu verstecken. Ja, da war sie. Das ist schön. Also sind wir jetzt praktisch um einen goldenen Ballon reicher. Ist mein Mikro an? Ja, mein Mikro ist an, das ist schön. Ich vergesse mal vorher zu überprüfen, ob das an ist. Aber spielt auch keine Rolle, es ist an, also es ist gut. Ich fahre mir das Rennen schnell zu Ende.
Die Musik ist relativ schnell geworden, logischerweise. Das kennt man aus Mario-Spielen, dass gegen Ende immer die Musik schnell wird. Hä? Der Ball war aber vorher nicht da. Naja, scheiß drauf, es ist gewonnen. Das, was hier problematisch werden könnte, sind die beiden Rennen mit dem Auto. Weil... Auto stinkt. Warum ist das eine grün, das eine blau? Was ist das hier? Naja, Crescent Island. Machen wir das direkt mal. Es ist Auto, es kann nur schlimm sein. Ich habe nicht mal Ahnung, wo die Münzen irgendwie ansatzweise versteckt sind. Hier ist wahrscheinlich links eine, rechts eine. Nehmen wir erstmal die mit. Dann haben wir die. Ach, hier sind gleich zwei. Das ist schon mal gut. Dann haben wir zwei leichte Münzen. Da rechts sein, die ist ein bisschen kacke. Deshalb haben wir die jetzt auch nicht. Da unten, eieiei. Ja, das war hervorragend geschossen, mein lieber Freund. Die ist auch sehr gut platziert da draußen. Ich gehe davon aus, dass hier eine ist. Richtig. Dann fehlen noch vier. Ja, ich kann zählen. Und ich kann unten die Anzeige lesen. Das heißt unten links. Mann. Also links mit unten verwechseln ist schon echt geil. Und Coin-Rennen sind kacke. Aha, Bastard. Das war auch klar, dass da oben noch eine ist, aber es wird jetzt echt kacke zum, Aufholen, ja. Ich hab immer keine Ahnung. Fuck, ich hab verloren. Ich hab immer keine Ahnung, wie ich das am besten umsetze mit den besseren Boosts, also mit A loslassen, irgendwie will das nicht so. Hm. Naja, ist auch egal. Ach, jetzt. Okay. Das könnte mir nämlich jetzt zum Sieg verhelfen, falls wir es noch schaffen. Oh, 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 ich könnte es tatsächlich schaffen. Ich könnte es schaffen, ich könnte es schaffen. Wuhu. Das war knapp, das war... Puh, das war echt scheiße gefahren gerade. Also dreimal am Ende in der Kurve verkackt. Muss man erstmal packen. Aber scheißegal. Weiter geht's mit Pirate Lagoon, cooles Level. Dürfte nicht so schwer werden. Weil coole Level immer einfach sind. Na, was ist Sand ist ein Coin. Das ist cool. Da ist ein Coin. Da hinten sehe ich einen Coin. Ich habe den Coin verfehlt. Das war nicht schön. Den habe ich aber gekriegt. Haben wir hinten einen Coin. Bei den Hovercraft-Leveln stört es mich nicht so, wenn die ein bisschen weiter abseits liegen. Da war übrigens der Magnet mal ziemlich gut eingesetzt gerade. Da war ein Coin. Okay. Da ist ein Coin. Können wir hier nicht mal cool rüberjumpen. Naja, fehlen zwei Stück, das dürfen wir packen. Einer. Aber mit dem Hovercraft einen Vorsprung rausfahren ist immer so billig, wenn man es ein bisschen kann. Hallo Coin. Oh, hallo, nicht getroffen. Oh, ich stelle mich gerade wieder echt gut an. Ich dachte, das ist jetzt in Part 6 nur gewesen, aber... Okay, mach halt weiter. Kackspiel. Nein, kein Kackspiel, es ist ein gutes Spiel. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich damals mit dem Spiel verbracht habe. Und ich habe es nie durchbekommen. Das ist schon wieder unglaublich, weil... Uah. Hervorragend. Ich habe gerade gezeigt, wie man es nicht macht. Aber es ist kein Problem, wir gewinnen das trotzdem. Aber die Leistung war echt gut. Also... Schön an den Coin noch rumgetänzelt, weil ich ihn schon wieder vergessen hatte. Naja, jetzt haben wir noch eins übrig.
Verfehle ich schon die Tür. Treasure Caves. Okay. Das könnte auch nochmal hässlich werden. Das könnte hässlich werden. Na gut. Da liegen ja direkt zwei, das geht ja dann noch. Oh, der war ziemlich kacke platziert am Rand. Wow, keinen von beiden erwischt. So macht man das. Ah, die beiden Dicken hier. Die kriegen ja auch mal 10-fachen Boost. Muss ich gucken, dass ich in beiden Runden einen mitnehme, dann haben wir das auch geklärt. Nehmen wir erstmal den hier. What the shit? Ich hab die Kante nicht mal gesehen. Okay. Die Map ist echt kurz, ich habe die auch viel länger in Erinnerung. Längerer in Erinnerung, aha. Länger. Länger. Go for it, bitch. Boah, ich das Spiel geraped habe. Jetzt haben wir 8 Minuten rum und haben 4 Level geschafft. Das ist sehr souverän. Du. Ja, ja, komm. Komm. Was macht meine Katze schon wieder? Ach, sie klettert. Naja, machen wir mal die Bitch fertig. Das sah gerade toll aus an der Tür. Hi, Hoden. Cool. Ja, der achtbeinige Hoden möchte wieder mit uns spielen. Und das kann er gerne machen. Jetzt scheißt er nämlich sogar Seifenblasen und die sind fies. Ja, da haben wir es schon. Er hat gerade wieder eine in mich reingedroppt. Ich dachte, hey, fahren wir schnell vorbei, dann haben wir es hinter uns. Aber so leicht ist das denn doch nicht. Obwohl, wenn man den Turbostart ein bisschen besser hinkriegt, dann klappt es, glaube ich, sogar. Bin mir aber gerade nicht sicher. Naja, nehmen wir hier schön die Rakete mit. Fürs Bastard. Oh. Naja, ich denke, das müssen wir nochmal fahren, weil bei einer Seifenblase ist eigentlich schon Schluss. Naja, obwohl, er ist noch recht nah dran, den kriegen wir noch, den kriegen wir. Ahuber. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass er nichts in mich reinwirft. Ah, du Bastard. Das wird knapp. Fuck, das hätte der Money Shot sein können. Wenn der getroffen hätte. Naja. Das war meine Doofheit, dass ich am Anfang überholen wollte. Hat. Hallo. Nochmal. Merken wir uns, wir überholen ihn am Anfang nicht, dann klappt das ganz einfach. Weil es ist. Naja, wie ich finde, neben dem Walross der einfachste Boss. Da werden mir wahrscheinlich alle, die das Spiel kennen, widersprechen, aber es ist für mich so. Ich mag auch seinen Sound immer. Das war skillig, aber auch ein Fehler meinerseits. Passiert. Aber wenn wir das ein bisschen ruhiger angehen, dann klappt das schon. Hier die Lenkrakete mitnehmen. Ooh.
überlege gerade, ob ich eigene Musik runterlege. Ja, und ich nehme sie wieder mit. Aber er ist noch nah dran. Das schaffen wir. Ich könnte hier das... Ich glaube, ich lege hier die Team Fortress 2 Musik runter. Mit... Bonk Sounds. Ey, das war ein Treffer, du Bastard. Man hat den Sound gehört, dass er getroffen wurde. Ja? Also, da hat mich das Spiel jetzt eindeutig beschissen und jetzt dürfen wir es jetzt nochmal, ne? Ich hab 13 Minuten rum, also können wir jetzt noch einmal machen. Das ist so typisch, dass man die leichten Bosse in der Aufnahme verkackt. Weil ich habe ja auch am Anfang diesen komischen Dinosaurier beim Berghochfahren verkackt. Einmal oder zweimal. Obwohl der auch voll billig ist in der ersten Runde. Aber der hier ist halt in beiden Runden billig. Irgendwann ist man das Ding. Man kann ein bisschen den Vorsprung rausfahren. Das ist halt schon mal ein Anfang, dass man den ein bisschen Vorsprung rausfahren ist. Ganz locker. Hinterher tuckelt. Und ihn dann einfach raped. Rakete. So, jetzt sind wir schon wieder halbwegs nah dran. Das heißt, wir holen uns jetzt wieder den Ballon hier. Ja, natürlich hat er keine Hitbox. Ach, Huber. Ey, willst du mich verarschen, Scheißteil? Das hat man jetzt aber sogar in der Aufnahme gesehen, möchte ich meinen, dass die Rakete einfach durch ihn durch ist. Das war unfair. Ach, scheiß drauf. Ich habe nur eine Minute. Dann machen wir das schnell noch einmal. Du Pimmel. Aha. Nicht getroffen. So, wir, die Raketen gehen jetzt wieder durch. Dann werde ich dich rapen, du dreckiger, achtbeiniger Hoden. Bam. Probieren wir was anderes. Wir machen das jetzt mal so, wir nehmen mal den mit. Du kannst hier ganz ruhig durch. Nehmen den hier mit. Das ist zwar die Loop-Tour, aber damit geht's. So. Müssen wir nur noch in etwa den Speed beibehalten. Dann dürfte das klappen. Das ist gewonnen. Wird doch Zeit. Da ich glaube wieder eine Minute überzogen. Aber ist egal. Dafür wird sich freuen, dass der Boss weg ist. Auch wenn es mich viel zu lange in Anspruch genommen hat. Blubbert er uns noch schnell ein. Stimmt, die Trophy-Rennen haben wir auch noch. Ah, die sind eklig. Ich glaube, wir werden noch Adventure 2 noch machen. Das heißt, wenn wir das durch haben, gibt es denselben Modus nochmal in schwerer. Wir haben zwei Teile vom Amulett. Zwei sind übrig. Yay. Stimmt, das Walross müssen wir auch nochmal machen. Lol. Gut, dann verabschiede ich mich mal. Ich werde
sie einfach vielleicht noch ein bisschen anders positionieren fürs nächste Mal. Weil von hier aus starten, das klaut ihn direkt mal eine Minute Aufnahmezeit. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Part 10. Bis dann.